Box geschissen? Oh mein Gott. Hab ich, Alter. Also, was heißt nochmal? Also einfach, du fragst nochmal nach, oder? Ja. Ja, weil das... Warum? Ich verstehe das nicht. Ja, ich kann es erklären. Okay, ich bin ganz ohr. Also, wir hatten ein Problem. An der Decke ist so Wasser rausgetropft, so Wasser-Damage halt. Na? What the fuck? Ja. Ja. Und dann mussten wir das Wasser ausmachen, damit das halt nicht mehr tropft, bis halt so Handwerker kommen. Und da kann man halt keine Toilette benutzen, weil das Wasser da ja nicht runterspült dann. Genau. Und es war halt schon spät in der Nacht und ich musste halt. Und bei der Nachbarn zu klingeln wäre halt scheiße gewesen, weil es halt in der Nacht war. Und Flo in der Nacht. 1 Uhr oder so vielleicht. Das ist nicht Nacht. Ja, weil ich kann nicht bei Nachbarn klingeln dann. Naja, also wenn du dann verhindern kannst, dass du in einen Karton scheißt, vielleicht schon, oder? Oh mein Gott. Entschuldigung, wollt ihr auch? Ja, nee, ja, dann hab ich das halt gemacht. Da. Okay. Ja, was soll ich denn machen? Ey, alles, you do your thing, ja? Hast du wenigstens die Hände danach gewaschen? Ich glaube, ja. Niemals. Natürlich, ja, wahrscheinlich nicht. Wieso hast du dieses Stegi-Video mittlerweile angeguckt? Alter. Ich will nicht sehen, wie der live irgendwo reinscheißt. Nein. Davon gibt's keine Aufnahmen. Okay, gut, ich dachte. Aber es gibt halt noch mehr so eklige Stories. Ah, okay. Was gäb's denn da noch? Der Hunger. Ja, nix. Können ja, okay. Wir einfach aufhören, drüber zu reden. Okay. Warum? Über deine Kacke? Nein, nee. Das ist alles. Was gibt's denn noch? Nix gibt's da. Ja. Erzähl mal. Komm, erzähl mal, Hugo, was ist das Schlimmste? Nein, da ist. Ja, das war das Schlimmste, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, du weißt selber nicht mal, was alles gibt. Nee, es gab schon schlimmere. Hä, ja, was denn? Was mach Anzeichen? Ja, mit Jackson. Das finde ich persönlich, glaube ich, schlimmer als. Wer ist Jackson? Ja, das ist keine Person. Ja. Also meinst du Jackson? Ich meine Jackson, ja. Okay. Also die Aktivität. Richtig. Und was hast du gemacht, Hugo? Ich habe gar nichts gemacht. doch. Erzähl doch. Was hast du gemacht? Ich hab's vergessen. Was hast du gemacht? Ich hab's wirklich vergessen. Nein, hast du nicht. Fabo, was hat er gemacht? Ich will das nicht sagen. Oh mein Gott, bitte sag mal. Ich will wissen, was ist. Sonst muss ich das Video gleich im Stream angucken. Nein. Oh Gott, bitte nicht. Ich kann dir den Link schicken, das kann ich gerne machen. Nein, ja, der Stream bitte. Will, die schon die ganze Zeit durch dieses Video gucke. Ja, ey, guck doch. Ja, sag mir doch jetzt. Was hat er gemacht? Du hast heute Toilettenwasser getrunken, Alter. Nein, ja, das auch. Oh mein Gott, nein. Du hast es. Du hast heute ja, Klowasser gesoffen. Bei dir hab ich gezogen, ja. Nein, du wolltest einfach viral gehen. Du hast wirklich Klowasser getrunken? Der hat er echt. Oh mein Gott, Hugo. Er wollte halt viral Hugo. Gehen. Nein, aber... Hast du wenigstens eine Mundspülung danach genommen? Ja, ich hab meine Zähne geputzt danach, ja. Aber auch nur, und nachdem Heiko das gefragt hat. Oh mein Gott. Hugo. Nein, das ist alles gut. 100.000 Aufrufe und gesperrter TikTok-Warwurf. Gesperrter? Wie viele Aufrufe? 100.000 und dann wurde gesperrt. Ja, verständlich. Warum verständlich? Also es gibt diesen Flugzeugtrend, wo die den Toilettensitz abgeleckt haben und da ist, glaube ich, eine Person dran gestorben sogar, weil die irgendwas bekommen hat. So eine Krankheit. Was? Digga, was? Ja. Die hat eine heftige Krankheit dann bekommen. Meine ich, bin mir nicht ganz sicher. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Warum ja, hast du auch schon so mal an einem Flugzeugsitz geleckt? Nein. Das war legit ein Trend, der richtig rumging. Also dann gab es so viele Clips, wie Leute einfach an so einem Toilettensitz. Ja, der, wer ist denn so lecken. Dumm und leckt an einem Sitz? Ja, weil das halt viral gegangen ist. Wer ist so dumm und trinkt Toilettenwasser? Ja, Hugo. Ja, das ist klares Wasser. Weißt du, wie eine Kläranlage funktioniert? Ja, das ist ja nicht nur so, als hätte er Toilettenwasser getrunken, sondern da war ja auch noch ein kleines Detail davor.
Oh, was ist das Detail? Er muss. Nein, Bitte. Ich bring gleich diese Seilbahn, ich kann das nicht. Nein, ey, ey, what the fuck, nein, bitte, nein, was, Fabo, was ist passiert? Fabo, halt's mal. Naja, also... Halt's mal, Fabo, du warst 5 Minuten vorher da drin, scheiße! Nein, 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 das ist wirklich falsch, das ist falsch. Das hat aber der Chat gesagt. Nee, er musste die Klobürste benutzen, nee, weil oh in der Toilette noch Scheiße liegt. Oh mein Gott! Digga, ich hab mich komplett abgerieben und hab danach aber 5-mal gespült. Das bringt aber nichts mit rum hier. Denk doch mal an Bakterien, die halten sich. Corona, Bakterien, guck mal, wie heftig die sind. Hugo, oh mein Gott. Das ist schon lange her. Das war vor einer halben Stunde oder so. Oh mein Gott. Ja. Nein. Kleiner Späßle muss man sich auch mal erlauben. Was für Späßle. Corona hat Angst vor Hugo, ja, weil er weiß, was Hugo imstande ist. Aber Hugo, du hattest schon mal Corona, ne? Zweimal. Wusstest du, dass du von Corona legit Haarausfall bekommen kannst? Ja, hab ich auch bekommen. Also, no joke, das ist ehrlich so. Also, als Frau, als Mann kannst du Haarausfall bekommen durch Corona. Ja, deswegen habe ich so Geheimratsecken. Weniger Haare. Es haben richtig viele bekommen, was halt voll kacke ist. Weil ich hatte auch Corona. Ich hatte auch. Wo bin ich hier gelandet? Ich weiß auch nicht. Ich glaube aber mehr männlich als weiblich. Bin mir da aber nicht ganz so sicher. Und mein Chat will unbedingt, dass ich das Video schaue. Was ist das? Nein, lass es bitte. Warum? Was ist das? Ja, Stegi hat da mal so alles zusammengefasst, was Hugo gemacht hat. Hast du schon meine Figur gebaut? Ich habe schon mal das Grundstück dahin gemacht, aber gerade muss ich wieder ein Loch gerade machen. Oh. Okay, Chat, schick mir mal das Video. Ey, aber wenn du es wirklich dir anguckst, dann... Du musst im Kopf haben, das ist schon 2 Jahre her, okay? Das ist verjährt. Oh, Toilettenwasser war heute, das musst du dir auch im Kopf behalten. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Das. Nein, 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 das Wasser. Man denkt wirklich, also ja, ich habe ja auch am Anfang gedacht, eklig, aber das Wasser schmeckt wirklich, also ist eigentlich normales Wasser einfach. Frisches, klares Wasser. Ich bleib bei der Aussage, weißt du, wie eine Kläranlage funktioniert? Nein. Das weiß ich actually auch nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, okay, eine Kläranlage ist ja das, was das ganze Wasser, Toilettenwasser etc. diese halt sammelt und dann säubert. Und. Oh. Aber du trinkst doch auch Hahnwasser, oder nicht? Das ist aber kein Toilettenwasser! Ja, aber das ist. Das ist das gleiche Wasser. Nein! Doch! Das ist das. Oh mein Gott! Doch, doch, wirklich! Also, soweit ich weiß. Da weißt du aber nicht so weit. Also. Oder. Alles Trinkwasser? Im Leben nicht. Doch, na, wirklich? Na. Kannst du mir erzählen, dass das. Ja, okay, dann bitte, Chat. Jeder, der das reinschreibt, dann geht in eure Toilette und trinkt mal das Wasser da. Gönnt euch. Ja, nein, gönnt nein, euch nein, einen guck. Schluck. Es ist das gleiche, aber es ist halt immer noch eine Toilette. Nee, ich bin raus. Nee, Toilettenwasser ist einfach anderes Wasser. Das ist fucking ekelhaft. Ja, das wird halt einmal, also, ja, genau. An sich ist es das gleiche Wasser, nur, halt nein, 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 in der du Toilette. Hast du, oh, du hast die ganze Zeit gesagt, es ist auch das gleiche Wasser. Ja, ist es ja auch. Aber es kommt ja aus dem Klo raus. Da, wo du reingeschissen hast und mit der Klobürste rumgehauen hast. Das wird anders gefiltert, als... Ich google das jetzt. Ich dachte, das wird immer anders gefiltert. Bin ich jetzt los? Das glaube ich nicht, nee. Mein Kaffee, Moment. Ich glaube, ich hole mir jetzt einen Schluck ist Klowasser. Ist Toilettenwasser? Das gleiche Wasser wie aus dem Hahn. Was habe ich hier für komische Musik an? Vielleicht klingt es nicht gerade angenehm, aber dennoch ist recyceltes Wasser sicher und hat den gleichen Geschmack wie jedes andere Trinkwasser. Hey, warte, nee, das ist nicht die Frage, die ich gestellt habe. Weird Champ Google. What the fuck? Ah, in neuen Gebäuden hängt die Klospülung an der Regenwasserzisterne.
Also bei manchen neueren Gebäuden ist es anscheinend so, dass da Regenwasser verwendet wird für die Spülung. Aber ich denke mal, das sind dann so neue Gebäude, da wohnen wir nicht drin. Das kann sein. Und bei normalen? Aber ich guck weiter. Digga, hör mal auf zu lachen jetzt. In der Welt zerbricht gerade für mich. Ich dachte, die ganze Zeit Klowasser so anderes Toilette Wasser, trinken? Was auch geklärt vermutlich wird, so wie Leitungswasser, auch gesäubert wird in der Kläranlage, wie Leitungswasser, aber halt so separat, weißt du? Ausgesehen. Ich war mal mit der Schule bei einer Kläranlage und wir haben uns das Ganze angesucht, aber ich war da so ein kleiner Furz, ich kann mich nicht mehr an den Hund dran erinnern. Ich weiß nur, dass er hardcore gestunken hat. Das. Ja. Warte, ich google weiter. Okay, du. Oh, bitte. Japan, Krankenhaus benutzt seit 30 Jahren Toilettenwasser. Oh, guck mal. Hugo, da bist du gut aufgehoben. Ja, guck. Japan und Japan werden die alle 100 Jahre alt. Nee, das stimmt aus Versehen. Ach so. Die haben versehentlich das. Anscheinend. So. Nee, ich sag, das ist wirklich Leitungswasser, nur es geht halt durch die scheiß Kloschüssel und so. Das ist halt das Ding. Und du hast da davor reingeschissen, Hugo. Habe ich die nicht. Wasserversorger entnehmen Grund- oder Oberflächenwasser und bereiten es nochmal auf, bevor es als Trinkwasser aus unserem Wasserhahn fließt. Guck. Ja, okay, also aus dem Wasserhahn kommt Leitungswasser, Trinkwasser. Und in der Toilette ist es so recyceltes Wasser. Im Endeffekt ist es nicht genau das gleiche. Leitungswasser bedeutet ja eigentlich nur, dass es aus einer Leitung kommt. Ist es richtig? Nicht verstanden. Du hast Gift getrunken, das ist die Kurzfassung. Ich hab ja nicht einen Liter getrunken. Ich hab ja doch, nur so ist genau das gleiche. Oh nein, nee. Jetzt kann ich meine Hände nicht mehr waschen. Du wäschst deine Hände aber immer im Klo. Ich spüle jetzt nur noch und halt meine Hände rein. Ich kann das alles nicht mehr, Chat. 100% das gleiche Wasser. Oh Gott, eine Welt für mich zerbricht zusammen. Aber egal. Allein der Fakt, dass du da vorher, 5 Minuten vorher, die hab Kacke weggekratzt hast. Nee, keine 5 Minuten, ich würde schon sagen 5 Stunden davor. Denn dass du es weggekratzt hast und so danach. Gekratzt. Ja, aber guck mal, ich habe ja wirklich ordentlich reingeschrubbt und guck mal. Ich hab grad, du sagst was anderes, reingeschrubbt. Hört sich so falsch an. Nein, ich hab ja auch. Ich hab ja fünfmal gespült und alles. Das passt schon. Ja, die Spülung hat's gebracht. Ja, ich hab ja gekratzt, gespült. Hast du so Spülmittel genommen? Nee. Nein, dann hätte ich ja wirklich Gift getrunken. Ich will. Was? Ist das geil. Isa, du musstest das Video gucken. Weißt du, woran mich das erinnert? Was? Du hast einfach den Human Centipede gemacht. Was ist das? Hast du den Film Der menschlichen Tausendfüßler gesehen? Ich schau keine Filme. Oh, okay. Auf jeden Fall hast du. hast du genau das gemacht, was die hier gemacht haben. Da wurde nämlich. Da war so ein verrückter Wissenschaftler, so ein Doktor. Der hat. Den Mund von Leuten an das Arschloch von anderen genäht und dann haben die sozusagen. Der erste. Hat Essen was? Bekommen und dann ging das Essen bis zum letzten durch und halt. Ja, Hugo, was guckst du für Filme? Das ist genau das, was du gemacht hast. Nein. Indirekt. Das ist so ein verstörter Film, der ist so gruselig. Also so ekelhaft vor allem. Ich konnte ihn nicht richtig gucken, weil gefühlt habe ich mich übergeben bei dem Film. Chilliger Film. Geiler Film. No joke. Da gibt's sogar Teil 2 und 3, das ist krank. Ich kann nicht mehr. Na, guckst du an? Wirklich jetzt. Nein. Ey, bitte guck. Ich hol mir gerade einen Kaffee. Ich hol mir den Kaffee noch. Oh, guck dann. Den Kaffee. Du willst vom Thema ablenken, Hugo. Hä? Ich hab nur gesagt, gönn dir den Kaffee. Darf ich nicht gönnen? Nee, du gönnst uns auch nix. Natürlich gönn ich immer. Okay. Ist dein Video schon Trends? Hab mich geguckt. Ich sag nicht so jede 10. Sekunde, weißt du. Das ist nicht in den Trends. Weird Champ.
Witcher YouTube. Witcher macht den verboten. Hey, dauert das nicht eh immer so einen Tag mindestens? Na doch. Jawohl, du hast erst. Ja, okay. Du hast spät hochgeladen. Spät, Digga, 13 Uhr oder so. Ja. Der heilige König. Hast du schon fertig? Nein. Du wirst bestraft, Doc Lookings. Hassi, ey. Wie kannst du es wagen, noch nicht fertig zu sein, wenn der heilige Basti GG den Server betritt? Ich bin eine Schandtat für mich selber. Ja, okay. Du hast nicht Hallo geschrieben. Weil ich am Hustle bin. Ich hab keine Zeit dafür. Ja, du bist ja gerade so am Game. Hört man das alles? Ja. Oh Gott. Ey Hugo, du brauchst unbedingt eine neue Maus, ne? Warum? Ey, du hast irgendwann die letzten Tage mal dein Setup gezeigt, Digga, und da hängt so eine abgefuckte, gammelige Rocket-Maus, Alter. Hol dir mal bitte eine neue. Die hat nichts anderes. Okay. Ja, okay. Ja, ist okay. Ja, okay. Ja. Okay. Okay. Witch and Faker, Hugo. Doch, Witch and Faker. Dog looking sassy and Faker. Basti GG ist da, ich muss kurz weg. Basti GG ist da. Ich muss kurz weg. Ey, guckt Isa wirklich das Video? Das wäre saugeil. Ja, oh mein Gott. Ja, aber das zweite. Das erste war schlimmer, ne? Egal, trotzdem geil. Das erste kann man ja dann immer noch gucken. Ey Freunde, ich weiß aber nicht, ob es euch gerade aufgefallen ist, aber Ozeanmonument, ne? Wir sind am Machen. Guck mal. Das ganze Ozeanmonument ist jetzt frei. Das ist der letzte Block. Und wenn wir das abbauen, ist das ganze Monument frei. Auf der Seite ist kein Block mehr von dem Monument. Das heißt, wir müssen dann nur noch das Ozean wegmachen und dann steht der Kollege hier frei. Und innen, glaube ich, ist der auch schon trocken. Und dann können wir da actually coolen Stuff dann machen. Hier trennen wir das noch ab. Dann müssen wir, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 hier nochmal machen. Hier, warte, wir merken uns mal. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 und dann, ja, wir machen nur noch einmal. Das heißt, wir machen hier dann noch eine Abtrennung und dann war's das. Und dann sind wir fertig. Geilo. Geilo, geilo, geilo. Das ist geilo craften. Ah, wo ist Hugo hin? Oh mein Gott. Der ist gerade bei Basti, weil der da die Wände geglättet hat. Hast du es angeguckt, das Video? Ja, ich hab. Ey, wo ist Hugo hin? Ich will ihn jetzt mal. Kurz was fragen. Aber bist du noch mitten im Video, oder wie? Nee. Wie fandest du? Verstörend. Aber du hast. Mein Chat hat gesagt, du hast nur das zweite Video geguckt. Das reicht. Ja, es gibt noch einen ersten Teil und der ist, glaube ich, schlimmer. Das reicht. Das reicht. Ja, ich weiß nicht, wie lange der da noch drüben ist. Aber der sollte dann wieder in die Gruppe kommen. Mhm. War es so schlimm? Mhm. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was da alles passiert ist. Sag mal so dein Highlight.
Ich sag dir ehrlich, da gab's kein Highlight. Ja, aber was das Highlight war, als das Video zu Ende war. Ich meine, was so das Schlimmste war. Oh, hallo Hugo. Hallo. Na Hugo, was geht? Wie geht's dir so, mein Rella Jutia? Mir geht's richtig gut, wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Kurze Frage. Ja. Was denn? Kann es vielleicht sein, dass du irgendwie so einen Poop-Fetisch hast? Ein was? Fetisch? So ein Kacka-Fetisch. Nein! Nein! Bist du dir das sicher? Ja, da bin ich mir sehr sicher. Digga! Das hab ich jetzt aber nicht so rauserkannt. Ich hab nicht so ein Fetisch, ne? Hä, was war denn in dem. Was war denn im zweiten Video alles mit Kacke? Das ist ja auch nicht. Ja, sowas wie irgendwie eine Windel. Oh mein Gott, Papi, Junge, das. Oh mein Gott. Das hab ich ja nicht gemacht. Aber du hast gesagt, dein Mund fühlt sich so an und das ist irgendwie geil, wäre. Oh mein Gott. Alter. Ja, aber das ist ja. Also. Das ist eh schon. Das ist 2 Jahre her. Das macht's irgendwie nicht besser. Doch, macht's. Ich bin besser geworden. Hast du eigentlich die Subs jetzt bekommen? Ja, ich bin noch nicht fertig. Oh. Hast du Anschluss bekommen? Naja, fandst du, er meinte, es wäre gut. Er hätte weniger erwartet. Ach so. Giga-Chat. Okay, dann Frage 2. Ja. Was sagst du zu der Zahl 69? Das ist eine Frage aus meinem Chat, die würde die gerne beantwortet. Also die würden das gerne beantwortet haben. Ja, ist. Eine schöne Zahl. So, das war das Video. Ja. Jetzt weiß ich wieder, was da vorkommt. Aber das ist nicht das Main-Video, oder? Nee, das ist der zweite Teil deswegen. Ja, ist. Was soll ich da sagen? Bleib bei der Aussage! Was? Digga! Nein, dieses Video, das hat mich komplett obst genommen. Ich kann mal. Ja, das war. Digga, Panky, WTF, was macht er hier? 2 Jahre her. Na dann. Wo du 16 warst, jetzt bist du 18. Ne, 19. Ah, okay. Aber 17. Hä, was? Bist du 19 oder 17? Ne, also da in dem Video war ich 17. Jetzt bin ich 19. Okay. Ich dachte so, da war ich 19. Oder so. Ich bin jetzt 19. Oder 17. Warum habe ich nicht bei der Verlosung gewonnen? Na, weil es. Random war. Das ist ja eine Verlosung, das wird random ausgelost. Deswegen weiß ich nicht. Aber ich dachte, du bist fast fertig, Hugo. Hä? Ja, aber nicht fertig. Okay. Okay. Yo! Panky Manky! Warum kommt der Alert nicht? Egal, ich lese aber vor, bevor der Alert, aber danke für 22 Monate Restart, he crazy. Missklick, Schnauze. Ey, viel wieder. King. Würdest du sagen, du hast dich verändert? Ja. Das musstest du jetzt aber auch sagen. Würdest du das auch sagen, nachdem du Leitungswasser getrunken hast? Ja, aber das ist ja was anderes. Dass du immer noch so den schlimm. Sound hast? Ja, ich hab den wieder reingemacht. Weil der jetzige war scheiße. Aha, aha. Mhm. Die Subs von Trimax kommen, wenn der online ist, glaube. Der ist ja seitdem nicht mehr da gewesen, wegen Bockbären und so. Ich hab's ja nicht benutzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die heute kommen, die 100. Er fand das sogar lecker. Mir geht's gut, Panky, wie geht's dir? Nein, ich fand's nicht lecker. Ich hab gesagt, es war okay. Also ich hab Schlimmeres erwartet. Ja, komm, hol noch einen Schluck. Nein, hol ich nicht. Ja, komm. Nein. Schade. Ja, mach du.
Scheiße, GG. Nein! Hugo, was bekomme ich, wenn ich jetzt Toilettenwasser hole? Ja, gutes Wasser. Okay. Ja. Hatte so einen Beigeschmack, oder? So ein Gewissen? Nein, gar nicht. Oh, so ein Kackbrocken drin einfach. Nein, es war frisches, es war frisches, grünes, klares Wasser. Ich kann das nicht. Ey, Mann. Mir letzte Woche hast du gebannt. Oh mein Gott, ich trinke Wasser. What the fuck? Okay. Und vielleicht ab und zu eine Pulle Liter weg. Was für ein Wasser ist die Frage? Oh mein Gott. Normal, ja, der Arme, der wollte nur, dass ich deinen YouTube-Kommentar lese. Also Toilettenwasser? Das ist normales Wasser. Einfach Permaband, Digga, hä? Nein, aus Flaschen. Okay. Okay. Und du? Ich glaube dir. Ich nicht. Dankeschön. Bitteschön. Und du hast dir das Hygiene-Video von Hugo angeschaut? Ja. War sehr schlimm? Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie Hugo drauf ist. Das war nur der zweite Teil, Stegi. Erste Teil wurde nicht Was gesehen. Was macht der jetzt hier? Hi, Hugo. Hallo. Hat sie sich's angeguckt? Sie hat sich Teil 2 angeguckt, ja. Hä, Teil 2 und Teil 1? Nee, nur 2. Hat sie sich geguckt. Oh. Ich wusste nicht, dass es zwei Teile gibt, aber um ehrlich zu sein, ich würde gerne Teil 1 skippen. Ja, ja, nee. Du brauchst auch für die Storyline brauchst du nicht beides sehen. Für man die checkt Storyline. Die Story hat man auch so gecheckt. Also ich sag dir ehrlich, ich hab da so einen Verdacht bei Wu. Was für ein Verdacht? Schön, dass du fragst. So das... Eventuell so... So... Gibt doch so weirde Fetisch. Weißt du? Ja. Vielleicht hat Hugo ja Fetisch. So ein... Fetisch. Nein. Bist du dir da sicher? Ich bin mir Wir sehr sicher, Wir wollen dir nur ja. helfen. Nein, ich hab kein Fetisch. Sagen sie alle. Ich hab wirklich keinen. Aber ich hab ja auch schon mal sowas gehört. Was hast du? Nein, Stegi. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber das hat ja nichts mit dem Thema zu tun gerade. Oh, ich weiß nicht, was. Warum kenne ich dieses Kapitel nicht? Was meint ihr? Stegi, was meinst du? Das. Was? Nein! Das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun! Das ist eigentlich. Also. Na ey, Stegi, das bist du ein Arschloch, Digga. Nein, Stegi, du bist der Beste, sagst. Nein, Stegi, das darfst du nicht. Nee, ich kann dir nichts sagen jetzt einfach, sonst würde ich ja meinen Kollegen in die Pfanne hauen. Warte, jemand hat reingeschrieben, verrat's nicht, dass ich das... Oh. Hä? Was? Da hat jemand was reingeschrieben. Die Wahrheit kommt ans Licht. Ach komm, sei du ruhig. Okay, verrat's nicht, dass ich dir das gesagt habe, aber Hugo hat echt einen ganz merkwürdigen Fetisch, aber es ist wieder sauer, wenn ich es jetzt verrate. Nein, warum soll der mein Fetisch wissen? Oder? Weil das Flintrox ist. Das ist so lustig. Nein, ich hab... Digga, weißt du was anderes? Das hat aber überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Ja, hat es was mit dem Thema zu tun? Komm, sag's! Nein, hat's nicht! Hui, ich hau dich doch nicht in die Pfanne. Ja, aber ich will nur klarstellen, ne, weil sonst denken die, ich stehe irgendwie auf Scheiße oder so. Es hat nichts mit dem Thema also, gerade zu tun. Du hast heute gefahren. Scheiße getrunken. Das ist ja eher. Das stimmt sogar. Alter. Shigi? Ja? Hast du gesagt, ich soll... Ja? Hast du gesagt, ich hätte Geld verlangen sollen, ne? Ja. Mein TikTok wurde gelöscht, ich hab's umsonst gemacht. Gott, du bist so scheiße, Digga. Alter. Oh mein Gott. Reingeschissen, ne? Digga, als Maul. Das war so kacke von dir.
Da. Oh, Hugo, ich kann hier. War aber nicht so taktisch von dir, oder Hugo? Sag ehrlich. Was? Ne, ich hab nicht gewusst, dass das gelöscht wird. Ich glaube, da wurde nicht viel nachgedacht. Ne, ich glaube nicht. Boah, ey, ich bin da ganz raus. Ey, Mann, ich gehe was passiert nicht geil, was du jetzt sagst. Ich kann nicht mehr normal dran denken. 2,03 Euro Donation, he crazy! Oder einfach Macher bist. Wollte mal sagen, wie cool, du halten deine Streams in Farbe GOAT. Ja, hey, Marzipan und Pupisäure. Danke für die netten Worte. Wie wieder ein Kommi. Und irgendwas mit 69. Kuss. Danke für die 2 Euro. Gesicht, er ist der Arsch voll nah am Gesicht. Dann kam. Ach, das sag ich jetzt nicht. Mein Hugo ist ja voll normal. Das muss dir wirklich nicht peinlich sein, Hugo. Das ist mir gar nichts peinlich, es ist halt 2 Jahre her. Muss ich noch mal ganz kurz anmelden. Wie oft wäschst du dir heute die Hände? Oft. Also du hättest dir heute nach dem Scheiße-Trinken nicht die Zähne geputzt, wenn es Heiko nicht gesagt hätte. Das hat nicht mal Heiko gesagt. Sondern? Das war Caruso. Ja, stimmt. Ja, aber das ist ja egal, wer es gesagt hat. Ja, ich dachte natürlich. Ey, kannst du das deiner Mutter erzählen? Nein, kann ich nicht. Jetzt halt. Oh mein Gott, Digga. Mann, können wir mal. Ey, mich wundert es ehrlich, dass du sie nicht gefragt hast. Oh mein Gott, Digga. Normal fragst du ja immer. Ja, wenn ich weggehe oder so. Aber das ist jetzt zu Hause. Was fragst du deine Mom immer? Nein, nix, alles gut. Was fragst du immer? Alter, was willst du jetzt von der Ecke hier, Digga? Was fragst du immer? Nix frag ich immer. Nee, okay. Jetzt ehrlich, sag mal bitte. Ich weiß nicht, was der meint. Scheiße, ich hab 64 Lightning Rod. Braucht jemand welche? Nee. Was ist Lightning Rod? Diese Stäbe da? Hier, brauchst du sie in 64. Ich würde sie nehmen, ja. Einfach, warum brauchst du das? Als Eiszapfen. Oh mein Gott, als Mund. Egal, Alter. Bitte nicht. Dann fuck ich Eiszapfen brauchst du. Hey, diese Stäbe vom End, oder? Nee, das sind keine Lightning Rods. Mama, doch wie aus dem Klosterhafen. Digga, oh mein Gott, Junge, halt's morgen jetzt. Und dann redet sie wieder 10 Minuten auf dich ein und du sagst nur so genervt. Ja, okay, ja, ciao. Tschüss. Um was geht's, um deine Mom? Ja, wie er mit ihr redet, das ist nämlich Weird Champ. Das ist nicht Weird Champ, ich rede ganz normal mit ihr. Du bist immer voll genervt, wenn die was sagt. Nein, bin ich nicht. Ich rede ganz normal mit meiner Mutter. Nein, warte, Junge. Rede ich freundlicher mit deiner Mom oder du? Hast du nie mit meiner Mutter geredet. Da wäre ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir sehr sicher. Okay.